Moin Moin, willkommen zur, ich glaube, siebten Folge Software Inc. Ich bin relativ weit mit der Alpha. Ich habe vorhin nochmal eine Presse oder eine Version an die Presse gegeben. Dadurch habe ich nochmal irgendwie von einem kleinen Sprung gemacht von 2 auf 38 Follower. Und die hatten berichtet, it looks amazing and has all the new features. Also Qualität scheint schon recht gut zu sein. Wir sind aber jetzt auch schon in dem Jahr, in dem wir releasen müssen. Und ich weiß nicht genau, wie viel wir für die Beta-Phase brauchen und was da so wirklich jetzt wichtiger ist. Ich versuche das nochmal so weit es geht zu pushen, ohne dass ich Contract-Arbeit machen muss, aber ist auch nicht ganz so easy. Wenn wir hier gute Dinger dabei haben, so wie diesen hier mit 53k, dann würde ich die, glaube ich, mit einschieben. Und ja, bei der Version 1 sind wir mittlerweile auf 705 User runter. Das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aber wenn wir dann zwei Software-Versionen im Einsatz haben, dann ist vielleicht auch der Support effektiver, weil dann halt ein Support-Mitarbeiter beide Versionen betreuen kann. So, wir haben April, okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht gehen wir nächsten Monat in die Beta-Phase. Ja. Schau ich mal, ich glaube, ich gehe nächsten Monat dann in die Beta. Vielleicht haben wir bis dahin den Code auf 100%. Machen wir mal den Code auf 100%, würde ich sagen. Haben wir noch einen guten Contract? Schon wieder, ui, der ist gut, ein Monat und 54k, das ist doch ein Top-Ding. Ich muss ihn nochmal einstreuen, damit wir die Kohle haben. Follower, die sind noch ein bisschen hochgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir bei der ersten Software hatten. Okay, dann gehe ich jetzt in den nächsten Monat in die Beta. Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu spät. Oder kommen wir hier noch auf 100%? Ja, so, jetzt sind wir auf 100%. Okay, dann sage ich mal Remote. Jetzt geht's ans Bugfixen. 2 Monate noch. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Wir können noch mal sagen, wir hauen noch mal ein Release an die Presse raus. Vielleicht hilft das ja noch mal. Ich meine, schlechter kann es ja dadurch eigentlich nicht werden. Ich glaube, das steht dann am nächsten Monat in der Presse. So, machen wir noch einmal sauber. Lass alles nochmal durchchecken. So, jetzt haben wir hier den Pressebericht. Looks amazing, ja. Gucken wir da jetzt nochmal Sprünge machen. Was die Follower angeht. Im nächsten Monat, Juli, August, September, ja. Müssen wir nächsten Monat schon releasen. Wir haben noch ein bisschen Geld über. Vielleicht kann ich gerade noch mal einen Contract auch einschieben. Nehmen wir das Ding hier. Noch ein bisschen Geld dazu kriegen.
Wir müssen ja gleich auch Marketing da machen. Ich weiß nicht, ob ich dann die Marketingkampagne für das erste Produkt komplett rausnehmen sollte. So, eigentlich müssen wir jetzt releasen, ne? Ich sage Release. 3 Sterne, 2 Sterne, 2 Sterne. So, wir wollen mal eine Marketingkampagne starten mit 30.000, würde ich sagen. Und hier ordern wir mal. Warte mal, ich mache jetzt mal 20.000 und kaufe 10.000 Copies. So, können wir das hier auch irgendwie noch verschieben oder so? Das ist das Marketing und den Support will ich eigentlich ganz oben haben. Ich mache die so beide Support-Dinger oben und dann beide Marketing-Dinger. Und das hier würde ich jetzt mal beenden für die erste Version des Marketing. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall gleich Geld. Der Auftrag läuft ja schon. Können wir dann noch einen reinholen? Den nochmal mit rein. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe noch 0 aktive User für Photo Pro 2. Natürlich schlecht. Aber das Marketing beginnt ja auch gerade erst. Können wir hier nochmal sagen. Können wir da noch irgendwas Spezielles machen unter Releases? Quality ist wieder great. Marketing ist, hier steht hier nur sparse. Hört sich schlechter an als prominent. Keine Einheit verkauft. Market. Der Preis ist auch höher, aber das versuche ich mal so zu lassen. Muss man einfach abwarten. Da kommen jetzt irgendwie User rein. Irgendwie sieht das ziemlich, ziemlich schlecht aus. Bin mir nicht sicher, was ich da falsch mache. Ah, jetzt haben wir auf einmal hier 911 User, okay. Ist das schon mal etwas? Dann brauche ich noch mehr Kohle. Wir haben gerade gut Geld. Vielleicht könnte ich hier noch sagen, hier mehr Budget draufbauen. Ich weiß nicht, ob dieses Budget dann einfach nur mehr Marketing zulässt oder ob es auch irgendwie pro Zeiteinheit, weil es läuft ja mal von links nach rechts. Ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine, aber ob dann quasi ja mehr Geld pro Minute Gameplay hier ausgegeben wird und dann damit effektiver ist oder ob man einfach nur durch mehr Budget mehr Leute draufsetzen könnte. Da bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Weil das läuft ja auch irgendwie nie hier komplett durch, das Ding. Vielleicht brauchen wir da auch mehr Leute auf das Marketing. Wenn das jetzt, müssen wir mal drauf achten, wird es am nächsten Tag wieder, der Tag ist jetzt beendet, ob er dann wieder zurückgesetzt wird oder ob es weiterläuft. Ah, da hatte ich gar nicht. Oh, ich muss die hier mal eben finishen. Fangen wir mal den nächsten Tag gleich an. Ja, dann beginnt wieder das Marketing von vorne. Okay, das heißt, wir haben eigentlich gar nicht genug Marketingpersonal da wirklich drauf. Wir haben 2900 User. Vielleicht holen wir jetzt noch mal jemanden wieder dazu, der Marketing machen kann.
Und diesmal würde ich auch auf Low gehen. Und nochmal schauen. Der hier hat Base Skill 3 über die Ida. Wir haben aber noch mehr mit Base Skill 3. Pendant, walk it off. Die Mystic Snob. Mal der hier. Fabian, der hat hier 8 Points left by service. Ich glaube, den nehme ich. Der sieht top aus für mich. Den nehme ich mal. Jetzt war nur eine Kompatibilität von Normal, aber das. Ich hoffe, das passt. So. Dann. Mal. Distribution. Software Printing. Nicht genau, was ich da jetzt gemacht habe. Jetzt wird unser Server auf jeden Fall noch für was anderes eingesetzt. Der ist ja eh nie ausgelastet. Eigentlich wollte ich hier die Putzkraft holen. Oh, die Leute machen hier nichts. Dann dürft ihr mal ein Update bauen und danach direkt mit einer Contract-Arbeit machen. Machen wir das Ding hier bei 3 Monate. Und hier würde ich nochmal sagen, den Monitor mit erwischt. Sign Furniture to Fabian. Den will ich nochmal umbenennen. Nee, nicht Change Team. Details. Fabian. Das Update ist schon fertig. Ja, und jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt mit meinem Core-Team genau anstellen will. Ich könnte jetzt erstmal ein bisschen Contract-Arbeit machen, um einfach mal ein bisschen Kohle auch anzuschaffen. Denn man kann ja auch Aktien und sowas kaufen und vielleicht ein bisschen investieren, dass ich einfach noch mehr passives Einkommen auch generiere. So, jetzt müsste doch eigentlich auch der Neue hier kommen, oder? Ui, wir haben richtig viel Plus gemacht. 200.000 durch Verkäufe und wir haben hier nur 7.000 in Marketing gesteckt. Habe ich überhaupt noch genug Copies? Ja. Aber ich glaube, ich kaufe nochmal, wenn das so gut läuft, direkt mal 25.000 noch oben drauf.
Ist okay. Ja, das zweite Produkt, das scheint jetzt richtig gut zu laufen. Dass ich mir auch die vier Leute leisten kann. Das ist doch geil. Und zusätzlich habe ich jetzt auch noch wieder Kapazität, die Contract-Arbeit zu machen. Vielleicht hier auch nochmal ein Update rauszuhauen. 5000 aktive User. Ja, wir haben jetzt auch hier 16.000 Fans. Das Herz ist wieder ein bisschen voller geworden, aber wir haben nur noch einen Pfeil hier. So, machen wir nochmal ein Update raus. Und ja, jetzt haben sie schon wieder nichts zu tun, ne? Krass. Dann kann ich mir gleich einmal überlegen, was wir da jetzt als nächstes strategisch angehen. Aber die neue Software, die scheint ja ein richtiger Erfolg zu sein. So. Pamela will mehr Kohle haben. Mal genau 10k, wenn das. Oder. Ja. Auch schon eine ganze Ecke Geld, ne? Hier haben wir noch 192 User. Da könnten wir auch nochmal ein Update machen. Da haben wir fast schon wieder 100 Bugs, die wir da fixen können. Für die erste Version. Wir haben zumindest unsere Leute was zu tun. Und wir hätten hier noch einen mit 44k. Perfekt. Den können wir auch noch mit reinnehmen. So, und die, ja, hier haben wir immer sogar welche in der Queue, obwohl wir. Leute, ah, warte mal, wir müssen einmal das umstellen, dass der Support von der Zweier-Version wichtiger ist. Vor allem anderen, was die machen, also vor der Marketing. Hat man ja auch. Update ist nicht ganz fertig geworden, aber fast. Aber ja, gerade läuft sehr, sehr, sehr gut. Ein deutlicher Unterschied zur ersten Version. Wir haben schon 8000 User. Können wir nochmal auf die Zahlen gucken. 100, okay, hier ist ein bisschen runtergegangen tatsächlich. 169.000. Wir haben ja gleich 1990, dann könnten wir eigentlich auch neue Rechner und sowas kaufen. Können auch schon mal ein Update reinschieben. In einem Jahr können wir neue Rechner kaufen. Ich weiß nicht, ob es dann auch Sinn machen könnte, umzuziehen, oder bin halt nicht sicher, ob diese aktiven User wirklich anhalten oder ob die auch irgendwann wieder schnell, ganz schnell abflachen. Was ich noch mal gucken wollte, war Research. Können wir vielleicht jetzt auch im Bereich 2D mal in Research gehen? 12-mal Level 3 2D Designer. Hast du das mal? Wir nehmen das mal rein. Gucken mal, ob das wirklich so langsam geht, dass man da so. Hey, die kann das gar nicht machen, oder was? Ja, schon. Wahrscheinlich ist sie kein Level 2 User. Ich versuche mal hier so ein Embedded System zu machen mit einer Good Quality. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Wir haben gerade so ein bisschen mega viel Geldpuffer.
Da würde ich jetzt mal ein bisschen anders vorgehen. Ich lasse mal die da zwei Iterationen auch durchlaufen. Und gucke mal, was da so notwendig ist, um eine gute Qualität abzuliefern bei so einem Produkt. Ich mache einfach mal zwei Iterationen durch. Ich hoffe mir davon, dass wir da irgendwie hier mehr Business Reputation kriegen und dadurch dann in Summe auch mehr Fans. Boah, wir haben aber gerade viel in der Queue hier für den Support. Muss der Ricky ordentlich Gas geben. Wir sind in der dritten Iteration, da gehen wir jetzt mal in die Alpha. Okay, Support, da müssen wir gerade nochmal mit dem Core-Team unterstützen. Fabian war leider krank, deswegen ging das da gut runter. Boah, 80 Dinger da drin. Okay. Vororbit raus. Wir haben das Problem, wir sind jetzt hier bei Chicken Plus leider schon über der Zeit. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, das Research breche ich nochmal ab. Das bringt mir nichts mit so wenig Leuten. Da braucht man, glaube ich, tatsächlich viel, viel mehr für. So, wenn die gleich nach Hause gehen, dann finish ich das Ding hier. Outstanding Quality habe ich bekommen. Geld ging ganz schön zurück. Oh, die Verkäufe sind wieder deutlich eingebrochen. Habe ich denn noch genug Copies? Eigentlich schon. User gehen auch wieder zurück. Ich muss unbedingt ein Update machen. Und wir haben hier zwei Leute, die wir trainieren können. Dann würde ich mal Ricky jetzt mal ins Training schicken. Für Support. Ja, wir haben so viel Support offen. Wenn er ein bisschen besser wird. Gar nichts. Dann würde ich sagen, direkt Pamela upgraden. Die kann Designer machen und ja, mach mal 2D bitte. Und noch einen Contract annehmen. Das Ding sieht gut aus. So, morgen ist Ricky auch wieder da. Jetzt können wir dann wieder mehr Marketing auch machen und die Zahlen gehen wieder hoch, hoffe ich mal. User. Was muss ich machen, damit wir da irgendwie weiter wachsen? Muss ich jetzt einfach eine neue Software bauen? Bin ich sicher. Und wir machen auch nicht mehr so viel Plus. Nur noch rund 10k. Wenn ich mir jetzt ein neues Büro oder sowas kaufe. Nicht, ob das gut ist. Ich könnte auch an
eigene Bude bauen. Ich habe jetzt aber bei einigen YouTubern gesehen, dass die eigentlich alle in den angemieteten Büros arbeiten. Ich weiß nicht genau, warum, ob das irgendwie einen Vorteil bringt. Ich dachte eigentlich, eine eigene Bude wäre das Beste, aber es gibt hier halt auch so viel vordefinierte Häuser noch. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal ein bisschen schlau machen gerade. Und würde dann die Folge einmal an dieser Stelle, glaube ich, beenden wollen. Ich gebe dem nochmal eben einen Contract. Horrible. Ah, krass, wir kriegen immer noch Arbeit, die Horrible abgeliefert werden muss. So, ja, okay, dann soll es das gewesen sein. Die zweite Software scheint auf jeden Fall anfangs ein super Erfolg gewesen zu sein. Also wir haben da jetzt auch fast eine Mio auf dem Konto. Da haben wir echt gut dran verdient. Aber jetzt so langsam geht das halt auch wieder runter. Da frage ich mich, liegt das daran, dass wir einfach in der Zeit vorangehen? Und dann, na warte, da wollte ich nochmal eine Sache gucken. Es gibt ja hier, kurz auf Pause, können ja gucken, All Software. Da sehen wir alle Releases auch von anderen Firmen. Können wir hier auf den Typ filtern? Ja, wir können jetzt sagen, wir gucken uns 2D-Editor an. Da gibt es 20 Stück. Dann gibt es hier Good und Great. Great scheint besser zu sein als Good. Und hier sind unsere beiden drin. Und das hier wäre zum Beispiel ein Konkurrent von uns. Die haben scheinbar mehr Marketing. Verkaufen das Ding ein bisschen günstiger. Boah, die haben 68 Mio gemacht, weil die einfach 1,9 Millionen davon verkauft haben. Und wann war das Release? 4 Jahre vor uns. Und die haben auch bei Creativity Inspiring. Und nicht nur Ordinary, oder? Warte mal. Ja, okay. Das scheint Ordinary, Inspiring, Visionary zu sein. Da hätte ich bei der Kreativität noch ordentlich drauflegen können. Vielleicht ist das nochmal, was ich mir angucken kann für die nächste Version, dass ich da noch irgendwie einen Kreativen mit ins Team hole. Man sieht hier, die machen so 44 Mio halt. $23 Mio. Die verkaufen halt ohne Ende. Da stehe ich hier mit meinen 16.000 Verkäufen. Das ist gar nichts. Aber, ja. Mal gucken, wie viel diese Firma hier schon gemacht hat. Die haben halt auch schon 1, 2, 3, 4, 4 Produkte halt rausgebracht, ne? Oder hier die hier, die haben auch richtig viele rausgebracht. Vielleicht muss man sich da auch erstmal seine Fanbase halt aufbauen, bis es wirklich zu einem guten Erfolg wird. Das haben wir auch gesehen, wir sind schon von Produkt 1 zu 2 haben wir schon guten Fortschritt gemacht. Ja, alles klar, dann würde ich die Folge hier beenden und bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da und habt einen schönen Tag. Bis denne, ciao.